Bye bye, sexy Instagram villa. Bye bye, sexy Essens- und Arbeitsplatz. Bye bye, sexy offene Küche. Bye bye, Sofa. Bye bye, Pool, den nur Jasper und ich benutzt haben. Bye bye, super kosige Ecke. Aber Abschiede haben ja was Gutes. Jetzt geht's endlich nach Nusa Penida, dem wahrscheinlich schönsten Ort der Welt. Laut TripAdvisor. Okay, wir haben jetzt 300 für den Trip bezahlt nach Nusa Penida pro Person. Auf geht's, ich bin pumped. Hier gibt's noch ein paar Ray Berries. Okay, die Rollerfahrt war der Pain des Jahrtausends, aber dafür sind wir im besten Restaurant Nusa Penidas gelandet. Im Moment. Kekinian. Wenn ihr hier seid, geht dahin, ist brutal gut. Und jetzt mal gucken, was da auf der Speisekarte. Ah, shit. Die Tanne Stars, 7 days a week.
der Abstieg ist geschafft und der Aufstieg auch. Es war jetzt viel Bildmaterial nur, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir sind übelst fertig jetzt. Jetzt gibt es hier ganz gemütlich frische Kokosnuss. Sorry. All good. Yes. Lecker Cola Light. Aber nicht so doch jetzt so eine kalte Hacke. Kalter Schweiß. Oh. Schon ein bisschen nass. Ich wusste nicht mal, dass ein Haar ins Wasser kann. So. Letzter Morgen auf Nusa Penida. Wir waren jetzt 2 Nächte hier. Eine wunderschöne Insel. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf Bali seid, geht auch nach Nusa Penida. Oh, Moment. Viel besser. Wenn ihr auf Bali seid, geht auch nach Nusa Penida. Also ich mache aus den ganzen Tagen einen Nusa Penida Vlog, weil es einfach mehr Sinn macht. Geht nach Nusa Penida, kann ich euch jetzt 10. Mal nur sagen. Es ist wunderschön. Ihr habt jeden Morgen mindestens so eine Aussicht. Baba, oder? Wir sind im Waterside Inn gerade. Das ist relativ günstig. Also es kostet, wenn ihr zu zweit hier seid, so 15 Euro pro Person die Nacht, was schon teuer ist für balinesische Verhältnisse. Aber dafür habt ihr Frühstück mit drin, die Unterkunft ist alright, auf jeden Fall. Aber die Lage ist zwischen 1000 Islands, wo wir gestern Abend noch waren, das Footage ist leider nicht so gut, weil es halt so dunkel war, und zwischen den ganzen anderen Spots und ziemlich dicht am Hafen und, was vielleicht die meisten interessiert, dicht an dem Restaurant, da wo ihr super essen könnt. Deshalb, wir gönnen uns jetzt noch Breakfast, fahren zurück. Sind dann noch eine Nacht in Seminyak, rammen uns noch ein bisschen Farbe in die Haut. Und ja, that's the plan. Also, bis dann. Abonniert den Kanal, den Channel. Stay tuned, stay high. Beste Leben.